Der Staat soll stark sein, soll seine Bürger schützen vor Kriminalität und Terrorismus. Ist der Staat wach genug oder schon auf dem Weg zum Überwachungsstaat? Ich fühle mich zwar sicher, aber man könnte mehr machen. Es gibt eben im Moment zu wenig Polizei. Die müsste wesentlich präsenter sein. Was helfen würde, wäre mehr Eigenverantwortlichkeit bzw. mehr Aktivität von Seiten der Bürger selber. Glauben Sie, dass wir in Deutschland den Verfassungsschutz noch brauchen? Brauchen tun wir schon, nur der müsste mal ein bisschen gewaltig reformiert werden. Also nach den neuesten Informationen über die über das Abhören, glaube ich, dann können wir auch von anderen fragen, was bei uns passiert. Also, ich denke mal, dass die USA sich da eh nicht reinreden lässt. Ja. Vielleicht müssen wir uns doch immer nur im Garten unterhalten. Ja, und dabei die Musik laut laufen lassen. Einigkeit, Sicherheit, Freiheit. Wer sorgt für die richtige Balance und dafür, dass sich auch andere Staaten daran halten? Tja, im Garten unterhalten, die Musik laut machen, da fühlen sich offenbar einige an alte Zeiten. Erinnert Sie auch, Herr Gysi? Nein, das kann man ja nicht vergleichen. Weil auf der einen Seite sind die technischen Möglichkeiten heute viel weiter, sodass es umfassender ist. Aber auf der anderen Seite in der DDR hätte es doch nie eine Diskussion darüber gegeben. Verstehen Sie, es wäre gar nicht bekannt gegeben worden. Und selbst wenn es irgendwie bekannt geworden wäre, hätte man nie eine Diskussion im Fernsehen oder sonst wo geführt. Das ist gar kein Vergleich. Heute haben wir eine demokratische politische Struktur und können uns wenigstens laut und lautstark darüber aufregen. Und das wird auch Zeit. Zudem, ich glaube übrigens auch, dass die USA ziemliche Industriespionage auf diesem Wege betreiben. Thema, und da müsste man vielleicht mal was dagegen tun. Zu dem Thema haben wir auch eine Twitter-Frage, die beschäftigt sich hauptsächlich mit der Äußerung eines leitenden Kanzleramtsmitarbeiters. Sie kommt nämlich von Ulla M., und die heißt, stimmen Sie mit Pofalla überein, dass der NSA-Skandal beendet ist, Herr Gabriel oder Frau Göring-Eckardt? Also ich meine, das ist so absurd wie nur was. Herr Pofalla hat den NSA gefragt, habt ihr ausgespäht? Und dann haben die gesagt, nein. Und dann hat er gesagt, damit ist das für mich beendet. Also eine Bundesregierung, die so wenig Verantwortung für die Datensicherheit ihrer eigenen Leute übernimmt. Und ich muss schon klar sagen, das hat nichts mehr mit Terrorismusbekämpfung zu tun, bei dem Ausmaß, um das es hier geht. Das muss man machen. Aber das kann man gar nicht mehr machen, weil derartig viele Daten inzwischen ausgespäht werden, die Inhalte von E-Mails, von SMS ausgespäht werden. Herr Friedrich hat dazu gesagt, passen Sie ein bisschen auf, was Sie in Ihre Mails schreiben. Das war sozusagen sein Tipp an die Bevölkerung. Und deswegen sage ich also, wer Freiheitsrechte und wer Bürgerrechte sichern will in diesem Land, der kann sich nicht auf Herrn Pofalla verlassen, übrigens auch nicht auf die FDP, die haben nämlich auch nichts gemacht, die das einfach für beendet erklären, statt klar und deutlich zu sagen, wir müssen wissen, was da passiert ist. Ich würde auch gern übrigens Herrn Snowden befragen, dass der ausgerechnet in Russland sitzen muss. Also ein Land, wo man nun wirklich nicht sagen kann, da ist Meinungsfreiheit oder Demokratie besonders zu Hause, finde ich hochnotpeinlich für uns, dass wir dem nicht sagen, gesicherter Aufenthalt hier, dann könnten wir ihn befragen und dann wüssten wir mehr darüber, was da auch tatsächlich passiert. An den CSU-Innenminister, ich würde gerne auch Ihre Antwort hören, Frau Assefeld. Stimmen Sie überein, wenn Ronald Pofalla sagt, das ist doch beendet? Also nun hat er nicht nur dieses gesagt, sondern er war mehrfach im PKGR, also im Parlamentarischen Kontrollgremium, hat da alle Fragen beantwortet und es hat sich herausgestellt, dass dieser Hauptvorwurf, der immer wieder von Sozialdemokraten und Grünen genannt wurde und Linken gemeinsam, dass millionenfach personenbezogene Daten von Deutschen ausgespäht worden sind, das ist ja widerlegt. Personenbezogene Daten von Deutschen millionenfach, also das ist Fakt. Weil der NSA einen Brief schreibt und sagt, wir tun es nicht. Aber das, was wir jetzt machen müssen, ist doch eindeutig, dass das nicht auf nationaler Ebene geklärt werden kann, sondern dass das auf europäischer Ebene. Wir brauchen ein europäisches Datenschutzabkommen. Aber ist das nicht eine naive Haltung? Dennoch, seit Monaten, Frau Hasselfeld, heißt es, wir wollen von den Amerikanern jetzt mal wissen, was ist PRISM. Wir wissen nichts. Das sind die entsprechenden Fachleute ja beieinander, die das auch... Aber das dauert ein bisschen lang. Ja, nun, das können Sie innerhalb von wenigen Tagen doch nicht klären. Das ist, jetzt Wochen. Ja, auch das ist einfach, das dauert seine Zeit und da müssen auch Fachleute dran. Was das kann man ja nicht so einfach übers Knie brechen. Mit den USA, was die alles dürfen? Das sind alles Geheimverträge, vielleicht müsste man das mal öffentlich machen. Fragen Sie mich mal, Steinmeier, das finde ich gut. Ja, gerne. Ich würde mal gern zu Frau Eckardt was sagen, denn Frau Eckardt, Baden-Württemberg, Koalitionsvereinbarung Rot-Grün,
6 Monate anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Alle Bürger werden unter Generalverdacht gestellt. Die massivsten Eingriffe gab es in rot-grüner Zeit. Otto-Kataloge, Otto-Schilly, bis hin zum Abschießen von Flugzeugen, was das Bundesverfassungsgericht unterbunden hat. Also wir brauchen da keine Nachhilfe von Ihnen, was Bürgerrechte betrifft. Da müssen wir die Koalitionsverträge bei Ihnen ändern. Und Frau Leuthäuser ist jemand, der glaubwürdig das vertritt. Er hat ihr Ministeramt schon mal aufgegeben, Fero-Bezeugung, kein Patex-Minister, ja, der am Stuhl dabei klebt und sich massiv dafür einsetzt. Und wir haben uns immer geweigert, trotz allem Druck von Europa oder sonst was, dass wir eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung nicht mitmachen. Ist das Bedingung dass alle auch? Bürger, das ist für mich sollten auch Bedingung, Sie, sollten Sie ja, weiter können Sie notieren, teilen wir das 6 können? Punkte, dass wir das nicht mitmachen, dass alle Bürgerinnen und Bürger unter Generalverdacht gestellt werden. Das haben Sie in Baden-Württemberg vereinbart. Das haben Sie in rot-grüner Zeit massive Eingriffe gemacht. Deshalb sollten Sie jetzt nicht so tun, als ob Sie da von anderen Stellen wären. Herr Gabriel, bleiben Sie dabei oder auch bei der Unterstützung von Herrn Steinbrück, der ja der Kanzlerin Verletzung des Amtseids vorgeworfen hat? Oder war das nicht ein bisschen dick? Nee, ich glaube schon, dass Frau Merkel gerade zu Beginn der Debatte mehr die Amerikaner ihren Geheimdienst verteidigt hat als das deutsche Grundgesetz. Ich finde das übrigens relativ, also ich meine, solche Veranstaltungen hier im Wahlkampf darf man ja einiges machen vielleicht, aber ich finde es relativ albern, Herr Brügger. Ja? 5000 Fälle der Vorratsdatenspeicherung hat es damals gegeben. Wir reden jetzt über 15 Millionen Mails pro Tag. Übrigens noch schlimmer finde ich die Briten. Die Einstellung. Die geben sogar zu, dass sie alles tun, was dem Wirtschaftsstandort Großbritannien dient. Das ist unser EU-Partner, der hier Wirtschaftsspionage betreibt. Und deswegen glaube ich, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass Geheimdienste zusammenarbeiten. Ist ja oftmals gesagt worden, auch von Herrn Profalla, Herr Steinmeier in seiner Zeit als Kanzleramtsminister habe das doch auch gemacht. Nee, das Abkommen waren Sie ja nicht bereit, öffentlich vorzulegen. Darin steht drin, dass Geheimdienste auf der Basis geltenden Rechts zusammenarbeiten. Was die Amerikaner hier machen, ist doch sozusagen den Artikel 10 des Grundgesetzes aushebeln. Und ich finde, dass die Bundesregierung übrigens selbst inzwischen zeigt, dass sie gar nicht glaubt, dass das Thema durch ist. Die Bundesregierung verhandelt gerade, wie ich finde, leider auf der Ebene der Geheimdienste. Ich bin ziemlich sicher, wir werden das auf Regierungsebene machen müssen. Ein neues Abkommen. Wir dürfen dem EU-Freihandelsabkommen nicht zustimmen, bevor die Amerikaner nicht sagen, was sie hier tun. Herr Gabriel, wir haben die Kritik verstanden.